Servus Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ihr seht schon, ich habe meine Switch wieder mal angeschlossen. Seit langem, muss ich sagen. Vor kurzem hatte ich mal ein bisschen Super Mario Odyssey gespielt, aber um das Spiel geht's heute nicht. Und zwar, ihr seht, ich habe mir Xenoblade Chronicles 2 zugelegt und da freue ich mich schon richtig drauf. Puh, wird ein großes Projekt, glaube ich. Mal schauen auch, wie es mir gefällt, ob wir das Projekt zu Ende finden oder nicht. Aber was ich so gelesen habe, ist es eigentlich genau mein Ding. Ein JRPG sozusagen. Und seht es mir vielleicht ein bisschen nach, wenn ich nicht gleich 100% hier der Pro bin, weil, was ich auch so ein bisschen gelesen habe, es soll schon sehr, sehr kompliziert sein, als Neuling auf jeden Fall, so wie ich einer bin. Also seht es mir da ruhig ein bisschen nach. Und ich habe noch eine Neuerung, ich nehme jetzt das zweite Mal eigentlich mit OBS auf und ich weiß noch nicht, ob die Einstellungen da hundertprozentig passen. Eigentlich müsste es gehen von dem Sound her, aber schreibt es mir ruhig in die Kommentare, wenn irgendwie der Kommentar zu laut, zu leise ist, das Spiel zu laut oder zu leise, schreibt es mir da bitte ruhig rein. Dann kann ich da auch nachjustieren und nachbessern. So, jetzt würde ich aber sagen, schauen wir doch mal rein in Xenoblade, was uns denn dort erwartet. Starten. So, ein Ladescreen ist schon da. Unten rechts, seht das ja. So Leute, ich werde aber mal die Kamera wegwubbeln. Dann, es wird bestimmt, schätze ich mal, gleich ein Intro oder sowas kommen. Dann könnt ihr das genießen. So, also dann bis gleich. Schau natürlich erst schnell in die Optionen. Kamera, Ton, Kamera, was ist da drin? Das lassen wir erstmal so, würde ich sagen. Alles, das können wir uns immer noch anschauen. Der Ton. Stimmen, Zwischensequenzen. Das machen wir mal. Kann ich das nicht einstellen? Achso, ein Steuerkreuz, okay. Musikspiel, das lassen wir alles mal in Mitte. Das können wir dann alles noch einstellen. Genau. So. Die Helligkeit, die können wir schon noch anpassen. Helligkeit des Bildschirms. Machen wir mal ein bisschen heller. Dann kommt es für euch auch besser rüber. Genau. So. So, alles klar. So, wir starten ein neues Spiel. Da wünsche ich euch viel, viel Spaß.
We really do need to buy ourselves a new depth probe. The ping was off by 150 peds to the east. That's not gonna fly. And what about the treasure, Rex? Was it in line with your expectations? It seemed pretty solid. Didn't even have to reinforce it too much. Even with the labor costs, we should be able to turn a decent profit. Honestly, it takes you 2 days to run the structural analysis. Yet somehow you can gauge the profits in an instant. Don't go raining on my parade, Gramps. You know, I'm in the salvaging trade for the cash. A little business sense goes a long way. All right. Whoa! I didn't expect that. You've been living in this thing, big guy. Rex. No worries, Gramps. I think we know what's for lunch. Okay, Tipps für Abenteurer. Was für ein Glück, dein Mittagessen hat sich freiwillig direkt vor deiner Haustür geliefert. Jetzt heißt es schnell zuschlagen. Drücke R, um den Gegner anzusehen, drücke dann A, um zu eröffnen. Okay, Leute, ich muss erstmal wieder mit dem Pad hier klarkommen. Das ist eine komplette Umstellung, sage ich mal, wenn man halt nur die PlayStation gewohnt ist. Aber ich glaube, da werden wir 1, 2, 3 Folgen brauchen und dann läuft es auch. So, okay. Drücke R, um zu öffnen. Das rote Zielsymbol über dem Kopf des Gegners zeigt an, welchen Gegner du ins Visier genommen hast. Alles klar? Du kannst die Waffe wieder einstecken und die Kampfsequenz abbrechen, indem du R gedrückt hältst und dann B drückst. Okay? Verstehe. Näherst du dich einem Gegner mit gezogener Waffe, wird automatisch eine andere Angriffssequenz eingeleitet. Der sogenannte Autoangriff. Er ist jetzt eher Tutorial-Art, denke ich. Habe ich auch ein bisschen nachgelesen. Dass die ersten Stunden viel Tutorial ist, also ja, mal schauen. Und jetzt auf ins Gefecht, bevor der Hauptgang Flucht ergreift. Mach ich doch eher, was ist denn los? Hallo? So, jetzt. Okay, time to take you down. Die Autobahn besteht immer aus drei aufeinanderfolgenden Hügeln. Die Angriffskraft steigt mit jedem von ihnen ein klein wenig. Ja! Okay, warte, ein Dreier-Kombo praktisch. Oh. Okay. Tätigen sind mächtiger als der normale Autoangriff. Die Position des Tätig-Symbols verrät, welchen Knopf du drücken musst, um die Technik zu aktivieren. Okay, das ist dann praktisch das X normalerweise. Nach dem Einsatz erwischt das Tätig-Symbol. Die Technik muss dann wieder aufgeladen werden. Okay. Autoangriffstreffer füllen den pinken Rahmen des Symbols schrittweise auf. Achso, okay. Achso, ich habe praktisch drei Techniken. Das wäre dann X, Y und B. Und mit A greife ich halt nur normalerweise an. Okay, Schlüsselsymbol folgen, kann die Technik wieder einsetzt werden. Genau, versuche jetzt einmal drück X und feuere sechs Anker ab. Angeschossen auf den Gegner. Okay. Der Gegner hat das fallen gelassen. Eine kleine grüne KP-Kapsel. Kein Plankapsel oder Kern. Nein, ich denke mir, das wird meine Lebensanzeige sein. Steuere Rex zur KP-Kapsel, wenn er mit ihr in Berührung kommt. Stellt sie einen Teil seiner Kraftpunkte, okay, KP, wieder her. Bestimmten Technik kannst du Gegner gezielt dazu bringen, Kraftpunktkapseln fallen zu lassen. Der Ankerschutz ist eine dieser Techniken. Okay. Liege stets ab, ob die Technik freizügig einsetzt, um den Gegner was Schaden zu tun oder ob du dir die besonderen Effekte für Notsituationen aufbaust. Ja, okay. Da müssen wir halt dann mit der Zeit alles, glaube ich, ein bisschen lernen, wo und was wir wann machen. Aber ich glaube, da kommen wir rein mit normalen Kämpfen, kriegen wir das hin. Okay, jetzt nur einsammeln, dann kriegen wir praktisch schon Punkte.
and getting better. Okay, dann haben wir schon Geld bekommen. Kapitel 1, Begegnungen. An entire horizon of white. A sea of clouds. And at its heart, the world tree. Piercing the heavens. This is the world we call home. All rest. Story goes that when the world was young, everyone in Allrest lived on the tree, together with our divine father, the architect. According to the tales, it was a bountiful land. And the people there held the power to command even the heavens themselves. They called that paradise Elysium. But then, one day, we were cast out. Nobody knows why. Perhaps we angered our creator. Or perhaps it was something else entirely. All we know is we were forced to leave Elysium, to live here in Allrest, where it turns out life was pretty hard. But when it seemed like we would surely die out, the architect took pity on us, sending his servants, the Titans, to save us. The few of us who survived settled on the Titans. And we've lived in harmony with them ever since. But now those Titans are beginning to die out. Does my weary old bones much good. You want me to move it, Gramps? No, that's quite all right. Leave it right there. Right, sir. Not another one. Been happening a lot lately. More so than before. I wonder if anyone was living there. It seems not. And if there had been, they would have all left by now. Makes sense. Hey, Gramps. Do you think Fonset Village will be gone too one day? It would not be today or tomorrow, but one day, yes, it will fall. And you too? That's how it goes with us Titans. There's no way around it. Eventually, there'll be nowhere left to live. Sadly. So you Titans were born up there. Is that right? So they say, for what it's worth. Mind you, I was born here on Allrest. As for my ancestors, who could say where they were born? Can it really exist? This Elysium and the Creator who's said to live there? A land of plenty atop the world tree. If such a place did exist, perhaps we could all live in peace, with no need for fighting. Sure would be great. For everyone. Even folks in Fonset. If the Divine Architect can see us now, I wonder what he thinks.
Wow, richtig coole Geschichte bis jetzt. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Mit den Menschen, die auf den Titanen leben. All right. Back to making money. I think this haul should be enough for today. Oi, Gramps. Care for a little swim to the Argentum Trade Guild? You're planning on selling it now? It's getting toward my bedtime. Don't play the lazy old man with me. There's plenty of sunshine left. Kids these days. No respect, I swear. Why, if it isn't Rex? How's business? Going all right. Elsa wouldn't be here. Fair point. So, which one am I unloading? We can leave that until I'm done negotiating. Shouldn't be too long. Well, mooring is 15 gold per half day. I'll have your gold after I sell the stuff. All right, later. Hey, hold on. You know I can't do credit. Does it every time, too. No one, I'm afraid. Figures. Awesome. This thing's huge, and it's not even a Titan ship. Sieht so aus, als ginge dein Abenteuer jetzt so richtig los. Sobald eine neue Funktion verfügbar wird, erhältst du hier eine Erklärung dazu. Gleich wird in der Mitte des Bildschirms Goldmund Ankunftshafen erscheinen. Das bedeutet, du hast einen Reisepunkt entdeckt. Zu entdeckenden Reisepunkten kannst du jederzeit per Schnellreise zurückkehren. Okay, das ist schon mal nice, würde ich sagen. Ich mache jetzt mal die Kamera wieder an, Leute. So, da bin ich auch. Hallo. Zu entdeckten Reisepunkt kannst du wieder jedes Mal schnell Reise zurückkehren. Alles klar. Und wenn du in einem Kampf unterliegst, kehrst du zu dem Reisepunkt zurück, den du zuletzt erlangt hast. In Allrest gibt es unzählige Reisepunkte zu entdecken. Es lohnt sich, jeden Winkel der Welt zu erkunden. Sowas gefällt mir, ja, wenn man schon erkunden kann, so wie halt in The Legend of Zelda. Und falls du irgendwann noch einmal die Grundlagen der Steuerung zu inneren Hufen möchtest, mit einem kurzen Druck auf, okay, auf die Pfeiltasten hin, kannst du eine Übersicht der Steuerung aufrufen. Kampfsteuerung, Kammersteuerung, Erkundungssteuerung. Okay. Man kriegt jetzt aber nicht mehr, man kann jetzt nicht mehr im Art-Tutorial nachschauen, wie die verschiedenen Grundlagen dann sind, oder? Okay, das schauen wir mit Lennem an. Reisepunkt Goldmund Ankunftshafen. Jetzt schauen wir nochmal. Okay. Okay, hier ist der Klingenwechsel drauf, oder wie? Klingenwechsel, ich weiß gar nicht, was Kling ist. Alles auf einen. Bewegen. Okay, das sind die Techniken. Angriffskette. Okay. Angriffskette. Ah, okay, hier kann ich praktisch mein Menü. Okay, dann schauen wir mal. Rex Stufe 2. Okay, mit der Steuerung muss ich erst klarkommen, Leute, ein bisschen. ZA. Ich muss echt das Gamepad anschauen, weil. Ziele. Okay. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. Also,
die restliche Menschheit sozusagen lebt halt auf den restlichen großen Titanen. Ich weiß ja nicht, wie viel es davon gibt. Und anscheinend sterben in letzter Zeit immer mehr Titanen, sodass der Lebensraum immer weniger wird für die Menschen. Und ich denke mal, unser Ziel ist halt das Elysium und den Art Architekten finden, der das Sterben verhindern kann oder neue Titanen erschaffen kann, dass halt die Menschen auch nicht sterben. Also das ist mal die grobe Geschichte, denke ich mir. Das schauen wir uns aber dann noch. Werden wir bestimmt noch mehr herausfinden. So, was müssen wir jetzt machen hier? Da vorne oben, denke ich mal, ist die Hauptquest. Okay, Tipps für Abenteuer. Zeit für ein paar kleine Tipps. Zuerst zu den verschiedenen Bildschirmelementen. Siehst du, worauf der Pfeil zeigt? Das ist der Kompass. Okay, verstehe ich. Das Symbol auf dem Kompass deutet die Richtung an, in der sich das nächste Missionsziel befindet. Okay. Eine Zahl über dem Symbol gibt die Entfernung bis zum Ziel an. Ne? Ist auch klar. Liegt das Ziel auf einer höheren Ebene, wird dies durch einen kleinen Pfeil über dem Symbol angezeigt. Okay. Wenn es auf einer tieferen Ebene liegt, zeigt ein kleiner Pfeil nach unten. Okay, verstehe ich. In dieser Ecke findest du die Umgebungsinformation. Okay, Uhrzeit, schätze ich mal, Tageszeit. Wetter, Tageszeit, okay. Nun zur Minikarte. Hier bekommst du am schnellsten einen Überblick über Rex' unmittelbare Umgebung. Das gelbe Symbol in der Mitte gibt an, wo Rex ist und in welche Richtung er schaut. Okay. Drück auf L, um die Mini. Auszublenden. Für erfahrene Abenteuer ist es vielleicht auch wieder ohne Minikarte zu spielen. Ja, für mich nicht. Zu guter Letzt siehst du hier Rex' aktuelles Missionsziel. Drücke ZR, um diese Information ein- und auszublenden. Jetzt haben wir eigentlich schon gedrückt gehabt, aber geht wahrscheinlich erst nach dem Tutorial. So, mit diesem Wissen sollte es dir ein leichtes sein, Melolo in der Handelszentrale zu besuchen. Okay. Sprich mit Melolo in der Handelszentrale der Goldmund. Okay, also es müsste eigentlich auf dieser Ebene sein. Schauen wir nochmal. Oh, das läuft Butterweich Kokiki. Ah, da hinten, ne? Reisepunkt Handelszentrale, alles klar. Melolo? So, dann sprechen wir doch mal mit ihr. What? That's it? It's life, Mayor. There's still more than I give to non-friend. If you bring military supplies, then you get good price. Ceasefire between Mor Ardain and Uriah not keep for too much longer, methinks. So weaponry is hot item. Well, what friend think? I'll make it worth your while. I told you before. I stay away from that sort of thing. Oh, it's shame. Reg's good salvager. Could be good way to earn pretty penny. Waste of talent, if you ask me. Anywho, where were we? I'll take your offer. 200 now, and you know what to do with the rest. Okie doodles. Sending monies to Corin of Fonset Village, is right? Yeah. It's a beautiful thing, sending money home at such young age. I touched. Wish my own dum-dum little pond did same. It's because Gramps doesn't charge rent. Eh, hey? All right, I'm counting on you. Roger, pleasure doing business. Okay, du hast eine Belohnung, 200 Gil erhalten. Ich sag einfach Gil. Gil ist von Final Fantasy, ist auch ein japanisches Rollenspiel. Ich sag einfach Gil und fertig. Okay. Sieh dich im Agentum um. Okay, machen wir doch. Boah, hier gibt es so viel zu sehen, ey. Wahnsinn. Gibt es was Interessantes zu erzählen? Es gibt ja diesen legendären Söldner, von dem mir ein Freund erzählt hat. Sein Name ist Zuckream, glaube ich. Und er hat wohl echt ein Faible für Süßkram. Vor allem auf Monopolteilchen geht er voll ab. Ein Stück davon reicht und er tanzt über Schlachtfeld wie ein Berserker.
Und wo wir es gerade von persönlichen Vorlieben haben, meine Frau steht total auf Sanftmutsparfüm, okay? Sie meint, wenn man von feinen Düften umgeben ist, fällt einem auch die Arbeit viel leichter. Ich schätze, jeder hat irgendwas, das ganz besonders Kräfte in ihm weckt. Du doch bestimmt auch, oder? Boah, Alter. Sag mal, was ist denn hier überhaupt? Bazar von Argentum. Hello, Rex. Papunin, been a while. Rex looking high spirits. Ah, no, how say? Yes, Pippi. Been worse. So, you got something for me? New job, maybe? Something like that. Ah, by the way, Rex come from Fonset Village in Leftherian Archipelago, yes? Yeah, that's right. Why'd you ask? You should go straight to boardroom of chairman. Wait, what's going on? Chairman Banner asked for Rex by name. The chairman? For me? Okay, Oberpon will mit mir sprechen. Überquere den Bazar von Argentum und gehe zum Büro des Oberpon auf der Ebene 2. Okay. Also hier können wir die Karte nochmal holen. Okay. Okay, ist noch größer. Also Ebene 2. Oh, eine Sache noch. Du weißt ja noch gar nichts über die Kamera. Natürlich. Die Kamera hat zwei Modi, einen manuellen und einen automatischen Modus. Um den manuellen Modus zu wenden, bestimme einfach mit Hilfe von R den Kamerawinkel. Du siehst eine automatische Kameraführung vor. Kein Problem. Sobald du auf R drückst, wird die Kamera hinter Rex platziert und folgt automatisch seinen Bewegungen. Ja, das machen wir nicht. Halte L gedrückt und bewege eher nach links oder rechts, um die Höhe der Kamera zu ändern und nach oben oder unten um die Zoom der Kamera zu ändern. Ach du Scheiße. Je nach Neigung und Winkel der Kamera kann es sein, dass dir Dinge auffallen, die du sonst nicht gesehen hättest. Also sei ruhig, experimentierfreudig. Okay, machen wir doch mal. Ah, okay. Ja, schlecht ist es vielleicht nicht. Dann kann man vielleicht andere Dinge, wenn man jetzt so nah dran ist, sag ich mal. Wenn man jetzt irgendwo an so einem Eck steht, dann kann man da nicht rübergucken. So, mit der Kamera könnte man das dann probieren. Ja, schlechte Idee ist es jetzt nicht, aber jetzt schauen wir doch mal hoch. So. Okay, da müsste es eigentlich sein. Und gehen wir auch da mal rein. Ich wubbel mich mal weg, Leute. Thank you for accepting summons. I, Banner, chairman of Argentum Trade Guild. But pleased to make your acquaintance. Me hear from Popodin that friend is salvager of some renown. That being case, I have dintsy-weensy thing to ask of Rex. A request straight from the chairman. Reward is 100,000 gold. 100,000? Friend here, right? Actually, that just the advance. Another 100,000 provided upon completing job. 200,000 gold in total? I must be dreaming. I'll do it. I hereby swear to use every skill I possess to ensure this job is successful. I promise I won't let you down. You agree without even hearing details of job? Oh, right. What kind of job is it? You really have skills for this. Of course, I'll be fine. Nah, if you say. Here, crew will explain the task. Bring them in. Sir? Thank you.
drivers and blades. Whoa, they look so cool. So, there's something that we want to haul up. There were some current shifts. It showed up in an uncharted area. But it's a long way down. Nice. I like a good challenge. Banner offered to assemble a team of veterans for this job. But this crew, very picky. They want small, elite team and only from Letheria. That, when Banner have stroke of genius, should hire Rex! Ha ha! You made the right choice. A child salvager. Jin, don't tell me we're gonna have to hire some babysitters for this outing too. What the hell? You look as much like a kid as I do, lady. At least I wouldn't wet myself for the promise of a measly 100 grand. What are you trying to say? Rex, was it? I implore you to excuse my lady's discourtesy. Dromark, what have I told you about speaking for me? Shut Drop your- it, Nia. Though I do see your point. In any case, it should be easy enough to make sure. What? What are you playing at? Well, well, well. Malos, what good is it beating up a kid? You said it yourself, didn't you? What if the kid's not up to it? I said nothing of the sort. You did think it, though, right? And anyway, now we know. You'll do right enough. Though you don't look like a driver. Where'd you learn those arts? Gramp showed me a thing or two. Even when I was little. That was his idea of playtime. Well, you've got some skill, I'll give you that. Guts, too. Kid, you better work hard. Friends are such rowdy bunch. Here is advance. Use to buy what gear you need, then go to dock on starboard. Banner has arranged excellent vessel for you there. You got it. Okay. Team ist also schon da, wir müssen eine Ausrüstung kaufen. So, und was jetzt? Bevor ich irgendwas anderes mache, muss ich erstmal bei Opa vorbei. Das ist unser Titan praktisch. Der erzählt mir was, wenn ich einfach auf einem fremden Schiff abdüse, ohne ihm vorher Bescheid zu sagen. Also, schnell nochmal runter zum Ankunftshafen der Goldmond. Du hast den Vorschuss 100.000 Gil erhalten. Okay, dann gehen wir mal zum UB. Hier ist schon wieder so viel hier mit Leuten, also springen ganz heftig. Ich glaube, hier sind wir richtig lange beschäftigt, Leute. And that about covers it. All right, I'll see you later. Should be back in a day or two. Take it easy, Gramps. That does not about cover it in the slightest. Why would you take a job you know nothing about? You don't even know who your employer is. This came straight from the chairman, remember? What more do you need? Anyway, I'm off. You can take a nap while you wait. Hey! Come back here, will you? Rex! Okay, so richtig begeistert von meinem Plan ist Opa nicht, aber ich werte das Gequengel jetzt mal als Erlaubnis.
100 Riesen in der Tasche. Ich kann es immer noch nicht glauben. Alter, was ich mir damit alles in Taucherausrüstung kaufen kann. Moment. Eins nach dem anderen. Zuerst kriegen die Leute zu Hause ihren Teil. Die haben das nötiger als ich. Dann gehe ich jetzt nur schnell bei Lizisis Stand vorbei und kaufe mir das Allernötigste für den Auftrag. Vorsicht besser als Nachsicht. Wer weiß, wann mich der nächste Krabberich überrascht. Auftragsvorbereitungen. Angenommen. Handlungsmission. Als aktive Mission festlegen? Ja. Tipps für Abenteuer. Du hast eine Mission angenommen. Es gibt zwei Arten von Missionen. Kleinere Nebenmissionen und solche, die die Haupthandlung des Spiels vorantreiben. Die jetzige fällt in die Sparte der Handlungsmissionen. Das pinke Ausrufezeichen Symbol auf dem Kompass weist in die Richtung zum nächsten Missionsziel. Ein kleiner Hinweis. Das pinke Symbol auf dem Kompass am oberen Bildschirmrand wird nur angezeigt, wenn du eine aktive Mission festgelegt hast. Erfahrene Spieler mögen vielleicht auf diese Funktion verzichten wollen, aber gerade Neulinge, so wie ich, kann sie das Abenteuerleben enorm erleichtern. In Nebenmissionen zeigt dir ein blaues Ausrufezeichen auf dem Kompass das nächste Missionsziel. Okay. Alras ist voller Leute, die deine Hilfe gebrauchen können. Wenn du willst, kannst du dies im Rahmen einer Nebenmission tun. Sprich mit Leuten mit einem blauen Fragezeichen-Symbol über den Kopf an und finde heraus, welche Sorgen sie belasten und wie du ihnen helfen kannst. Wenn du ihre Mission erfüllst, springt meistens eine kleine Belohnung für dich dabei heraus. Okay? Also, kann ich jetzt... Missionsbuch. Okay, das habe ich gesucht. Okay. Alles klar. Damit ist Missionsschnellreise. Okay, da haben wir das einsetzen, ne? Ja. So. Zurück mit der Steuerung. Klar, komm hier. Okay, das kennen wir auch schon. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber an der Stelle einen Cut und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht mit den Materialien, was wir kaufen müssen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis jetzt macht es mir Spaß. Okay, wir haben noch nicht viel gesehen. Das ist eigentlich eher alles Tutorial hier. Aber das Spiel macht auf mich einen guten Eindruck. Und ja, es ist nicht so wie Final Fantasy, aber man glaube, man kann schon ein bisschen in diese Richtung gehen. Und die Final Fantasy-Teile haben mir alle richtig gut gefallen. Gut, dann würde ich sagen, schau mal in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi.